Nee, ik zeg niet wegen dem Corona. Solange es mein Vieh nicht betroffen ist, ist mir das wurscht. Und ich bin auch allein auf dem Hof. Frauen sterben, kein Verderben, Kuh verrecken, grosser Schrecken. Ich meine, wir Bauern haben ja viele von diesen Massnahmen schon vor Corona eingehalten. Homeoffice, Social Distancing, Handwaschen. Gut, Handwaschen hat es vielleicht nicht gelungen. Aber Social Distancing, mir reicht es, wenn ich nur den Chemiefäger sehe und den Tierarzt. Und die kosten auch nur Geld. Also gut, ich sage jetzt gleich etwas wegen Corona. Der Tierarzt hat mich geimpft. Mit dem russischen Apparat Sputnik 5. Tipptoppi Sache. Ja, das kommst du in der Lande über mit dem entsprechenden Godwort. Ja, werdet ihr jetzt wissen, wer es ist. Also gut, du musst beim Kundendienst, wenn es genau keine Leute hat, näher her und dann sagst du ganz leise, ich hätte gerne ein Fläschchen Beamtenschweiss. Oder das ist die teuerste Flüssigkeit, die es gibt, weil das gibt es fast nicht. Und dann geben sie dir das Sputnik mit in einem braunen Säckchen für einen Tierarzt. Ja, da kannst du nachher gut wieder jassen. Du musst einfach schauen, dass mindestens ein Zucker dabei ist. Oder so, dass dem seine Kollegen die nachher nicht Hops nehmen. Schau jetzt, wieder ein Zucker, der überall seine Säckchen. Hey, weißt du, wie die meisten Zucker sterben? Nicht? Weil man sie mit entlaufenem Schlachtvieh verwechselt. So, komm, hör auf, stell das eigentlich ab.